herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 15. Dezember 2016 mit der Nummer 989. Zucker. Das Heer Alexander des Großen brachte Honigpulver aus Indien nach Europa. Die Kreuzfahrer kamen mit süßem Salz aus dem Heiligen Land zurück. Im Laufe der Jahrhunderte mutierte die seltene Köstlichkeit jedoch zu einer Zuckerlawine, unter der heute große Teile der Bevölkerung begraben sind. Der durchschnittliche Deutsche verbraucht über 30 Kilo Zucker im Jahr, der US-Amerikaner sogar weit über 50 Kilo. Dass dieser Konsum die Entstehung von Diabetes fördern kann, steht außer Zweifel. Doch wie sieht es mit anderen Gesundheitsproblemen aus? Haben wir hier ein dickes Problem? 5 Fragen, 5 Antworten. Babsi Patz, hexagonale Cluster. Erkennt bitte die Bedeutung dieser grandiosen Erfindung, die Tausenden von Diabetikern, aber auch anderen Stoffwechselgeschädigten eine bessere Lebensqualität verleihen kann. Diese inaktiven Patz für den alltäglichen Gebrauch für unterwegs, die aktiven mit dazugehörigen Matrixgerät zur Erzeugung von hexagonalem Clusterwasser, lässt sich obendrein für den Gebrauch zu Hause und im Schlaf benutzen. Wer ein einziges Mal dies erfahren hat, der dankt Gott dafür, dass er mir dieses Wissen als Leihgabe für euch finden lassen hat. Denkt auch an die ungeheuer gut die Granulation im hexagonalen Cluster anregenden Nanohydrogele, die durch die patentierten Neuropeptide im Nano-Shuttle-System enorme Heilungsmöglichkeit bieten. Regenerative Bio-Nano-Komplexe zur exzellenten Anwendung im zentralen Nervensystem und im Organismus. Babsi-Komplexsystem. Freunde, so ein komplexes Wissen auf mehreren Wissensgebieten wird euch kaum woanders geboten. Schon gar nicht von der sogenannten Schulwissenschaft. Fragt einfach, leichter geht's nicht. etech-48@gmx.de. Steht auch auf dem Blog, immer wieder geschrieben. Und lesen auf techseite.wordpress.com. Stichwort eingeben und es erscheinen Themen dazu. Es ist eigentlich so einfach. Man muss sich wirklich nur damit befassen. Warum wohl ist er immer ständigen Angriffen ausgesetzt? Die Wissenschaft ist verkommen, so wie die Gesellschaft. Und Wissen ist ein Neutrum. Die Gesellschaft erst macht daraus gut oder böse. Entscheidet selbst, in welcher Gesellschaftsordnung wir uns befinden. Für das Leben, also pro vital, oder gegen das Leben, also contra vital. Einige haben schon Anschreiben gesendet, darüber bin ich informiert, und sie bekommen auch umgehend Antworten. Das ist keine Frage. Also bitte schreibt. Fragen werden beantwortet. Inflation, Deflation, Massenenteignung. Die Zunft ökonomischer Analysten präsentiert uns derzeit ein verzichtbares Weihnachtsgeschenk, die gute alte Geldentwertung. Nachdem die Inflation über Jahre hinweg von Aktien- und Immobilienmärkten absorbiert wurde, steht nun der nächste wirklich spürbare Zyklus vor der Tür. Das Hauptindiz hierfür ist die Inflationserwartung, die mittlerweile so hoch ist, dass sie regelrecht zur gestalterischen Kraft für das tatsächliche Eintreten wird. Auch bei der tausendmal angekündigten und nie eingetroffenen Leitzinserhöhung sind sich diesmal alle einig, dass sie wirklich kommt. Ist das nun eine gesunde Normalisierung der Verhältnisse oder eher das Gegenteil? Die Aktien- und Immobilienmärkte absorbieren fleißig weiter das frisch gedruckte Zentralbankgeld. Der befürchtete Finanzmarktcrash nach der Trump-Wahl ist nicht nur ausgeblieben, sondern hat gar einer neuerlichen Party Platz gemacht. In der Theorie ist die Schuldnerseite bei einer Inflation im Vorteil und die Gläubiger bei der Deflation. Doch in der Wirklichkeit da draußen kommt es auf mehr oder weniger willkürlich festgesetzte Spielregeln an und darauf, wer sie aufstellt und durchsetzt. Bei den momentanen Spielregeln schaut immer die Masse der arbeitenden Kleinsparer und Kleinanleger in die Röhre. Trump, USA. Mittlerweile dürfte den Informierteren unter ihnen klar geworden sein, dass sie nicht nur einem Irrtum aufsaßen, sondern ganz bewusst hinters Licht geführt wurden. Trump erweist sich seit seiner Wahl als trojanisches Pferd,
das den Sumpf nicht etwa trockenlegen, sondern ihm ganz im Gegenteil zu noch größerer Macht verhelfen will. Nicht nur das. Wer im Wahlkampf glaubte, mit Clinton entscheide man sich für die Fortsetzung der VS-Kriegspolitik, mit Trump dagegen, für ihr Ende, der reibt sich spätestens seit 2 Wochen ungläubig die Augen. Das Trump-Kabinett gleicht mit seinen Ex-Generälen und Wirtschaftsbossen eher einer Mischung aus südamerikanischer Militärjunta und der Führungsetage eines Wirtschaftskonzerns als den Kabinetten früherer Präsidenten. VSA Welt Fake News. Beim Thema Fake News geht es ans Eingemachte. Ron Paul warnt vor dem Verlust jeglicher Freiheit, sollten die VSA und andere Länder tatsächlich Falschnachrichten bestrafen wollen. Der Angriff auf das Recht, politische Angelegenheiten zu diskutieren, nach alternativen Informationsquellen zu suchen, abweichende Ideen und Absichten zu vertreten, ist eine große Gefahr für die Freiheit, schrieb der amerikanische Politiker Paul in seiner Blog-Kolumne. Wenn dieser Angriff auf freie Meinungsäußerung Erfolg hat, dann sind all unsere Freiheiten in Gefahr. San Francisco. Eine irakische Mutter hat den ehemaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush wegen Kriegsverbrechen im Irak verklagt. Ein erster Versuch scheiterte. Jetzt ging die Irakerin in Berufung. Sie reichte Klage beim Bundesgericht in San Francisco ein und erklärte, dass der Irakkrieg als Verbrechen der Aggression beurteilt werden müsse, nach den gleichen rechtlichen Standards anzusehen, die das Nürnberger Tribunal für die Verurteilung der Nazi-Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs verwendet hatte. Guatemala-Stadt. Das Menschenrechtsbüro des guatemaltekischen Erzbistums hat den Orden Bischof Juan José Gerardi Conedera für Menschenrechte 2016 an die Vereinigung Yalok-U der 14 Maya Quechi-Frauen für ihren jahrzehntelangen Kampf um Gerechtigkeit und an indigene Gemeindeführer verliehen. Katze, kratz da hinten nicht rum. Spidi! Brasilien. Marcelo Odebrecht, inhaftierter Odebrecht-Präsident, hat die von einem Direktor des Unternehmens erhobenen Vorwürfe der Korruption gegen den Präsidenten von Brasilien, Temer, bestätigt. Odebrecht, verurteilt wegen seiner Verwicklung in den Petrobras-Korruptionsfall, hatte am Dienstag 3 Stunden lang im Rahmen einer Unterredung mit der Justiz eine Vereinbarung zur Reduzierung seiner Haftstrafe unterzeichnet. Aleppo, Russland. Sämtliche Erklärungen von den westlichen Tribünen unter Berufung auf Meldungen von Aktivisten und der Film über angebliche russische Luftangriffe, Erschießungen und andere Inszenierungen wurden von speziellen Fernsehgruppen der Kämpfer gefilmt, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Konaschenkov. Warum wurden diese auch noch ohne Überprüfung von einigen Medien übernommen? Das muss man sie fragen. Und ein Ratschlag. Man sollte nicht der Propaganda der Terroristen glauben. Aleppo, Russland. In einer Pressemitteilung der Vereinten Nationen hieß es, dass Russland und die syrische Armee über 100.000 Zivilisten, darunter 40.484 Kinder, geholfen haben, das östliche Aleppo zu verlassen. Türkei. Nach dem jüngsten Terrorangriff in Istanbul hat Staatschef Erdogan an die Bürger appelliert, sich im Angesicht der Terrorgefahr landesweit zu rüsten. Unter den wichtigsten Risikofaktoren sei die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK, die Terrormiliz Islamischer Staat sowie die Hizmet-Bewegung unter der Führung des umstrittenen Predigers Gülen, die für den gescheiterten Staatsstreich im Juli verantwortlich gemacht wird. Darüber informierte Hürriyet Daily News. Beijing, China. Chinas traditionelle Kultur muss gefördert werden, forderte Staatschef Xi. Er hielt am 30. November eine bemerkenswerte Rede, die Beobachter als ideologische Abkehr vom Kommunismus werten. Xis Rede war deshalb so bemerkenswert, weil ihr Schwerpunkt auf traditioneller Kultur lag. Das Schicksal eines Landes sei eng mit dessen Kultur verbunden, so auch die Entwicklung eines Landes. Für einen künftigen Aufschwung der chinesischen Nation sei nicht nur ein Aufschwung des Materiellen nötig, sondern auch eine große Entwicklung des Geistigen.
China. Chinas alternde Bevölkerung wird Prognosen zufolge ihren Höhepunkt 2005 mit 400 Millionen erreichen, wobei es einen großen Anteil an Senioren in den ländlichen Gebieten und eine Prävalenz von weiblichen älteren Bürgerinnen geben wird, hieß es in einem aktuellen Bericht. Moskau, Türkei, VSA. Russland wird das Zusammenwirken mit der Türkei bei der Regelung der Situation in Syrien fortsetzen, wie der Direktor des Departements Gesamteuropäische Zusammenarbeit des russischen Außenministeriums Kelin zu Sputnik sagte. Selbstverständlich wird die Türkei als NATO-Mitglied in Schlüsselfragen der internationalen Angelegenheiten an der NATO-üblichen Politik festhalten. Zugleich haben wir mit der Türkei für eine längere Zeit gut nachbarliche Beziehungen unterhalten, so Kelin. Auf die Frage, ob der Aleppo-Erfolg es ermöglichen würde, die Zusammenarbeit mit Ankara in Sachen Syrien auszuweiten, sagte Kelin, um Aleppo wurde ein ganzer Komplex von Verhandlungen geführt. Das war unter anderem während des Besuchs des Ministers Lavrov in Hamburg deutlich sichtbar. Soweit ich verstehe, können wir uns mit der türkischen Seite viel leichter verständigen als mit den Amerikanern. Moskau, Russland, Migranten. Der Zustrom von Migranten nach Russland habe infolge der Ereignisse in Syrien und der Ukraine zugenommen. Die Konflikte in diesen Ländern haben einen starken Einfluss auf die Migrationsprozesse ausgeübt und ein bemerkbares Wachstum der Zahl der Flüchtlinge nach Russland verursacht, sagte der Innenminister Russlands Koloskoltsev bei einem Auftritt vor dem Föderationsrat des Landes. In den Jahren 2014 und 2015 seien 1,1 Millionen Menschen allein aus der Ukraine in Russland angekommen. Das sollte eigentlich den Westlichen zu denken geben. Warum sie denn ausreisen aus der Ukraine? Moskau, EU. Schon früher haben Russland und die EU-Staaten militärisch zusammengearbeitet, um bei diversen Krisenfällen effektiver reagieren zu können. Nun, kurz vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, zu Beratungen über Verteidigungsfragen und die Verbesserung von Kriseneinsätzen offerierte Moskau einen Ausbau der Zusammenarbeit. Russland signalisiert weiterhin ein Entgegenkommen bezüglich der beiderseitigen Sanktionen. Kiew, Ukraine. In der Ukraine ist die Mobilmachung eingestellt worden, wie der ukrainische Präsident Poroschenko am Mittwoch erklärte. Zurzeit wird eine professionelle Vertragsarmee gebildet. An der Front seien nur Vertragssoldaten bzw. Freiwillige verblieben. Ich habe die Mobilmachung gestoppt und wir treiben niemanden mehr zum Schutz der Ukraine, so Poroschenko beim Eintreffen mit Einwohnern im ukrainischen Gebiet Ternopil. Berlin, Paris, EU, Russland. Merkel sagte nach dem Treffen auf einer Pressekonferenz, dass sich die Umsetzung des Minsker Abkommens im Ukraine-Konflikt sehr schwerfällig gestalte, werde es notwendig sein, die Sanktionen gegenüber Russland nochmal zu verlängern. Holland sagte seinerseits, das Minsker Abkommen müsse weiter eingehalten werden, wenn es keine Bemühungen oder keinen Fortschritt gebe. Dann sei er wie die Kanzlerin dafür, die Sanktionen zu verlängern. Und wenn sich alle noch umschauen, die Kandidaten. Speedy! EZB, VSA. Die EZB lässt sich durch die erwartete Zinserhöhung in den VSA nicht beeindrucken. In den VSA beispielsweise ist die wirtschaftliche Erholung deutlich weiter fortgeschritten als in der Eurozone. Die Arbeitslosigkeit ist niedriger und die Inflationsrate höher. Deshalb kann die amerikanische Wirtschaft höhere Zinsen verkraften. Wir sind noch nicht so weit, sagte der Chefvolkswirt der EZB, Breit, der Wochenzeitung Die Zeit. Wien, Österreich. Im gestern veröffentlichten Bericht übt der Rechnungshof RH harte Kritik an der Abschiebepraxis in Österreich. Demnach ist zwischen 2010 und 2014 der Anteil der Personen, gegen die negative Asylbescheide erlassen wurden, aber keine Abschiebungen dokumentiert wurden, von 54% auf 57% angestiegen. Es handelt sich um insgesamt 39.370 die untergetauchten bzw. über deren Verbleib laut RH-Kritik keine zuverlässigen Informationen existieren. EU. Die britische Tageszeitung Daily Star warnte vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den Metropolen der EU. Bereits das kommende Jahr könnte das Ende Europas einläuten, so wie wir es kennen. Die Zeitung schrieb in ihrer Ausgabe am Sonntag,
dass nach Monaten der Expertenwarnungen massive wirtschaftliche Probleme, Masseneinwanderungen und Terrorismus zur ausgewachsenen Krise führen könnten. Neben Krawallen ist auch vom offenen Bürgerkrieg auf den Straßen der EU-Ballungszentren die Rede. Es wird schon so kommen, es wird hart kommen. Geht gar nicht mehr anders. Deutschland-Umbau Muselmänner. Im Mai 2010 präsentiert der damalige Bundesinnenminister und heutige Bundesfinanzminister Schäuble die Ergebnisse einer Studie, die er selbst in Auftrag gab. Diese sind erschreckend. Besagen sie doch, dass zahlreiche in Deutschland lebende Muslime zu Gewalt gegen Andersgläubige bereit sind. Das trifft demzufolge auf 25% der jungen Islamgläubigen zu. Tja, Sie wissen es, und trotzdem haben sie alle reingelassen, ohne Pässe. Sie haben es einfach geschehen lassen. Wer da noch zur Verantwortung gezogen wird, der kann sich warm anziehen für diese Schweinerei. Berlin, Deutschland. Die letzten gesicherten Daten über die Zahl der Muslime in Deutschland stammen noch von 2011. Im aktuellen Migrationsbericht 2015 wurde nun veröffentlicht, ca. 4,4 bis 4,7 Millionen Muslime leben aktuell in der BRID. Das ist der Stand, den das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in seinem Bericht gestern herausgab. Damit beträgt der prozentuale Anteil an der Bevölkerung inzwischen 5,4 bis 5,7%. Jeder vierte davon ist erst im Zuge des Asylansturms eingewandert. Kann man sich selbst ausrechnen. Braucht man keinen Stift und keinen Zettel. Deutschland Zensur. Zwei von einem Nutzer auf Facebook hochgeladene Videos wurden nach dem Upload sofort gesperrt. Ihr Verbrechen? Sie dokumentierten einen fairen und vernünftigen Putin. Schon der Gipfel wieder an sich. Am 20. April 2016 hat eine Dame namens Anna Blond zwei Videos auf Facebook gepostet. Die Videos waren über Putin. Anna postete die Videos in Gruppen, denen sie auf Facebook beigetreten war. Sobald Anna diese Videos gepostet hatte, wurde sie zwei Wochen lang von Facebook blockiert. Die Videos wurden anschließend durch Facebook von den Plattformen entfernt. Das nenne ich mal Zensur im Faschismus. ARD, ZDF, Kirchen. Die Vertretung der Großkirchen mit ihrem Spitzenpersonal in den öffentlich-rechtlichen Medien steht in krassem Widerspruch zur drastischen Abnahme der Zahl der Kirchenmitglieder. Ein Blick in die Leitungsetagen des ZDF erklärt auch die Vorliebe für die Ausstrahlung von Erbauungssendungen und christlicher Erweckung, die oftmals als Schleichwerbung in normalen Serien und Sendungen daherkommen. Die gute Nachricht. In vielen Liedern wird die Geburt des Christkindes im Heiligen Land besungen, aber eines der beliebtesten Lieder, O Tannenbaum, kommt ganz ohne Bezüge zur Bibel aus. Es lobt, preist die treuen Blätter des Nadelbaumes und verkündet die Lehre, dass Hoffnung und Beständigkeit Trost und Kraft zu jeder Zeit spenden. Entschuldigung. Jakob Grimm vermutete, dass sich die Baumsymbolik aus der Weltenesche Yggdrasil entwickelte und auf urgermanische Vorstellungen zurückgeht, zumal die Germanen ja ohnehin viel für Bäume übrig hatten. Anmerkung der Honigmann-Redaktion, genau. Yggdrasil, Irminsul, der Baum, der Himmel, die Äste und Erde, die Wurzeln miteinander verband. Aufgabe für uns Menschen. Wohl wahr. Und jetzt noch zwei Anmerkungen des vom gestrigen 14. Adventstürchen. Zu lieben heißt, die Ausgegrenzten, die schwarzen Schafe in deiner Familie wieder zu integrieren und zu erkennen und anzuerkennen, wie sie den anderen als Blitzableiter für ihre Projektionen und ihre Wut dienten. Und heute zum 15. Das 15. Türchen zu lieben heißt, da zu bleiben an deinem Platz und nicht mit einem Nein zu dieser Welt zu flüchten, vor deiner innersten Wahrheit und vor deiner Verantwortung für deine Gedanken, für deine Gefühle und für deine anderen Schöpfungen. Und noch eine Kleinigkeit im Nachzug. Shakespeare sagte, ich fühle mich glücklich. Weißt du warum? Weil er nichts erwartete, denn warten und hoffen ist immer schmerzhaft. Alle Probleme haben einen Sinn und eine Bedeutung. Wir werden immer Menschen treffen, denen wir egal sind, auch wenn sie sagen, wir wären wichtig. Es ist wichtig, stark zu sein, denn
nach jedem Dunkel und Fallen im Leben kommen auch wirklich gute Dinge. Es existieren keine schlechten Dinge. Sei immer glücklich und lache. Erinnere dich, lebe für dich. Denke daran, atme. Bevor du redest, höre zu. Bevor du schreibst, überlege. Bevor du antwortest, höre zu. Bevor du stirbst, lebe. Bevor du etwas tust, beobachte. Eine schöne Beziehung ist nicht die mit der perfekten Person, sondern mit der Person, mit der du lernst zu leben. Mit seinen Fehlern achte sie, sonst wirst du irgendwann bereuen, sie verloren zu haben und es wird wehtun. Wenn du glücklich sein willst, lebe glücklich. Achte auf die guten Menschen um dich, denn du bist einer von ihnen. Erinnere dich. Wenn du es am wenigsten erwartest, wird es jemanden geben, der dein Leben schöner macht. Zerstöre niemals deine Persönlichkeit für Menschen, die nur vorübergehend da sind. Eine starke Person versucht, ihr Leben in Ordnung zu lassen. Auch mit Tränen in den Augen stellt sie sich auf und sagt mit einem Lächeln, es geht mir gut. Und das war's mal wieder für heute. Wie immer bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wünsche allen einen schönen Donnerstagabend und verbleibe wie immer mit herzlichen Grüßen an alle, eure Biene vom Honigmann. Wiedersehen.